Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu... Autsch. Zelda, Tears of the Kingdom. Ich bin schon mal offscreen von hier unten hier rüber geflogen, hab mir den Krogge jetzt hier geholt und wir holen uns jetzt noch den da. Habe ich mir zumindest so gedacht. Okay, der ist nicht da oben. Der scheint da unten zu sein. Ah ja, da sehe ich ihn. Oh. Wie könnte man theoretisch nach oben? Was ist denn das für ein Wasser? Was ist? Wo kommt das denn her? Ah. Okay, man könnte theoretisch nach oben von hier aus. Das wusste ich gar nicht. Aber da wir im Himmel eh durch sind, spielt das alles gar keine Rolle mehr. Ich würde mal schätzen, dass das so dahin kommt. Ja, okay. War gut. Geschätzt. So. Damit haben wir die zwei blöden Crocs hier geholt. Die waren halt ein bisschen blöd, deswegen habe ich die ohne Fahrzeug erledigt. Jetzt reisen wir zum Turm und gehen quasi dieser Strecke hier nach. Und dann markiere ich mir doch hier schön die ganzen Viechers. Und dann holen wir uns unser Fahrzeug auch wieder. Beziehungsweise ich gehe erst in den Brunnen und dann hole ich mir das Fahrzeug. Weil... ja, da ist noch ein einziger Brünnelchen. Und es fehlen noch 123 Crocs. Mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall in die unter die 100 kommen. Also 100 werden wir noch finden. Sagen wir mal so. So, hier ist wieder Kälte natürlich. Ich muss zur blauen Markierung. Wir haben aber zum Glück ein bisschen Kältefood noch über. Ja, ja, ja. Das 4-Minuten-Ding hier, komm. Dort 4-Minuten-Ding. Dahin. So, hier soll anscheinend irgendwo ein Brunnen sein. Ach da. Der ist aber auch komplett random, oder? Also, ich meine, hier ist doch nichts. Ich meine, wer sucht hier einen Brunnen, bitte? Aha. Aha. Warum leuchten hier Sachen? Ach, ist das wieder... Kälte macht mir Angst zu schaffen, wenn ich fühle mich langsam, wie meine Kräfte mich verlassen. Bratchilis eingeworfen. Ich hatte definitiv Bratchilis gegessen. Allerdings stellte sich die getrunkene Flüssigkeit als Kühlungsmedizin heraus. Scheint, dass die Wirkung eines Gerichts verschwindet, sobald man etwas anderes zu sich nimmt. Ach, Chefkoch Ratam, ja. Ja, okay. Das war der Brunnen. Ja. Sehr spannend. Nicht. Die Brunnen sind halt, die enthalten halt Anfängertipps, ne? Also die meisten zumindest. Oder was der Ratam sagt, das ist auch alles basic stuff. So, wir bauen uns was, aber ich bin jetzt auch schlau und hole mir hier die Materialien raus und baue es dann. Ist doch viel einfacher. Ist es nicht, aber ich spare mir mein Sonanium. So. Auf zu den zwei Markierungen. Da ist ein riesiges Leuchtfeuer. Und eine sehr buggy Fahne. Oh. Da waren wir anscheinend schon. Das war ein gewisser Schildtyp.
Aber das wird wieder hier oben sein, oder? Ja, easy. Gut. Hä? Ich hasse dieses automatische Aufsteigen, ne? Hast du das schon mal gesagt? Ja, ne? Was ist denn das hier überhaupt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Honeybuch. Himmelsarsche. Ich glaube, das haben wir schon gemacht alles. Ja, wir haben auch schon mit der geredet. Ja, perfekt. Dann brauchen wir hier nichts zu machen. Jetzt erinnere ich mich auch an dieses Ding. Mit diesen zwei Leuchtfeuern. Stimmt, wir sind damals hier vorbeigelatscht. Ja, ja, ja. I remember. Cool. Dann haben wir ja da ein bisschen was gespart. An Zeit. Sehr schön. So, ist das ein Alpha-Konstrukt? Sonst piepst mein Dings nämlich. Nee, piepst nicht. Gut. Kein Alpha-Konstrukt. Dann würde ich sagen, einfach geradeaus, ne? Weil, ja. Der Baum ist wunderschön. Das sieht echt cool aus. Hä? Warum ist der so weiß? Hä? Es war vielleicht mal ein Satori-Tree. Tunnel liegt auf Var. Ja, der Krok könnte sich in dieser Tanne befinden. Nein, halt dich fest. Wo ist mein... Yes. Ach, es ist wieder ein Baumstamm. Ich stelle es mal abflugbereit dahin. Plomp. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Also neue Aufnahmesession, ne? Voll gegen den Baum. Oh, fast noch den anderen Baum mitgeholt. Okay. Cool. Kann ich denn jetzt in den zwei anderen vorbeigeflogen? Also so richtig hardcore vorbeigeflogen? Nö, bin ich nicht. Ich habe ihn nur da unten markiert. Ja, okay. Ist ja nicht schlimm. So, einer ist noch hier hinten. Oh, hier ist noch ein Satori. Ach, hier ist er. Oh, hier. So ein ganz kleiner, schöner. Oh, ich bin zu weit ausgeholt. Moment. Einmal eine Drehung machen. Ja, Wendekreis ist, ist schon hart. So, einen Stein habe ich auch schon gesehen. Ah. Reicht. Das war ganz knapp an dem Felsen vorbei. So, ich könnte... Okay, ist nicht da oben drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass einer so auf einer dieser Krallen ist. Drachenbeinsumpf. Hier? Okay, hier ist eine.
Zack. Ja. Ja. Okay, der ist tatsächlich irgendwo da hinten. So. Wo ist mein Fahrzeug? Ist mein Fahrzeug jetzt ernsthaft weg? Ich verstehe nicht, warum er so spät das Ding manchmal zieht. Sind das Lags oder... Ich weiß es nicht. Jetzt ist das Fahrzeug eh weg, ne? Ich glaube, wenn man einmal neu startet, dann ist das Ding weg, ne? Ja, ja, ja. Dann kannst du knicken. Mann, Nintendo, ihr macht's aber auch echt schwer. Ach, muss man hier hochkraxeln. Ja. Hallo. Link, Link, Link. Da, da an der Ecke. Aber scheiße, dass das jetzt weg ist. Mann. Mann, nee. Hä? Warum ist hier Feuer? Drachenbeinsumpf abgeschlossen. Ich würde jetzt erstmal den kleinen da holen, dann hier oben den, dann hier die zwei. Dann hier die zwei. Und den. Und dann gehen wir hier rüber und dann ist das schon beendet. Easy peasy. Rosa war der erste, okay. Oben auf dem Berg. Berg des Garten. Das ist aber nicht der da, ne? Nee. Aha. Ah, es ist wieder eine Jump Challenge. Okay, es liegt noch da unten. Fick dich doch, Minero, Mann! Ey, ich deaktiviere dich wieder, ne? Du nervst wieder. Ich hasse es, ne? Dieses automatische Aufjumpen. Ciao. Tulin nervt manchmal auch mit seinem Wind. Also wenn wir in Höhlen sind oder so, ne, dann ist das manchmal schon nervig. Aber der ist der angenehmste Charakter von allen trotzdem. Weil er nicht im Weg steht die ganze Zeit. Und manchmal macht er auch gute Angriffe. Manchmal. So, grün und gelb. Obwohl, wir könnten eigentlich... Spielt es keine Rolle. Wir können auch zuerst blau und rot machen. Spielt gar keine Rolle. Einer ist hier unten wahrscheinlich, der andere ist da ganz oben. Ne? Ah, nee. Eher da, tatsächlich. Doch muss man hier wieder eine Höhle suchen.
Okay, hier die Höhle habe ich easy gefunden. Die habe ich easy gefunden. Aber die Höhle für da oben in den Käfig reinzukommen. Wie schön ich das eingeparkt habe, ne? Voll nice. So, erstmal gucken, wo hier eine Loch sein könnte. Hi. Na? Boah, wie? Wie was runtergesprungen ist. Hey, wie geil. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier kein richtiges Eingangsdingsbums gibt. Ich sehe zumindest nicht wirklich was. Also an der Felswand sehe ich schon mal nichts. Da unten könnte zum Beispiel was sein, aber ich glaube jetzt erstmal nicht, dass da was ist. Hm, kontrollieren wir nochmal oben. Ah, verstehe. Jetzt? Jetzt wäre Minero wieder gut. Als ob das nicht gereicht hat. Der lag doch. Der lag doch genau da drin. Fahrzeug nicht despawnen, ne? Ach so, bin ich im Falschen gespawnt. Ja, geil. Natürlich muss man das noch differenzieren. Ist ja klar. Ihr Fahrzeug ist nicht despawned, sehr gut. Der Krog ist wahrscheinlich der Stein, der da liegt. Oder auch nicht. Ah, warte mal. Das sieht so wie ein guter Krog-Spot aus, aber hier ist nichts. Dann gucken wir uns doch mal an. Moment, ich habe die zweite Maus hier für den Laptop. Es ist auf dem. Es ist. Bring his friend back. Und der kommt von da. Und den haben wir schon gemacht. Der ist connected mit dem hier. Das heißt, da brauchen wir nichts mehr zu machen. Gut. Dann haben wir die Sachen ja geklärt. Dann kann ich ja hier das Ding markieren. Guck mal an, ist da noch mehr? Ne, da sind nur diese drei Dinger. Und dann haben wir es auch geschafft. Hä? Habe ich dahin vergessen? Oh. 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 Jo. Okay. Habe ich außerdem vergessen. Gut. Holen wir aber alles. Ist ja gar kein Problem. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Ding hier erinnern. Kann sein, dass ich das mal auf Screen gemacht habe. Aber ich kann mich 0 daran erinnern. So, ach, hier unten war der Trompetenspieler, oder? Ja, da hinten.
Da war der Trompetourist. Wow, 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 wow. Okay. Da habe ich ein bisschen zu lange losgelassen, aber ja, nicht schlimm. Zack. Also der jetzt hier und dann ist noch einer im Baum. Ich würde mal sagen, der Baum. Mein Freund, der Baum ist tot. Aha, okay. Thanks for the Hinweis, meine lieben kleinen Pfeile. Okay, dann einmal rüber auf die andere Seite. Und dann haben wir es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Hebra Mountain fast complete. Und dann geht's zum verlorenen Plateau. Oder vergessenes Plateau. Oder wie auch immer es heißt. Okay, das ist noch ein ganzes Stück da hinten hin. Einfach mal hier durchfliegen. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Tschüss! So, das sind nur die drei da hinten. Okay, okay. Einer davon ist noch so unser Schildspacko. Ach du Scheiße. Boah. Ja, man sieht ihn jetzt, aber boah, ohne Sonne siehst du den nicht. Wie geil, dass hier einfach die Schatten von der Insel runterkommen. Aber der ist hier. Da. Boah, Alter, voller geiler Flip. Was geht denn jetzt ab? Ach komm, hier. Kann ich das von hier aus steuern? Ah, nicht wirklich. Tschüss. Oh, hier runterspringen. Er hat sich selbst getötet. Alter. Oh, wie schön. Springt er einfach in seinen Tod da runter, ey. Ja, du stützt ihn. Ja, 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 ja. Ich hol mir jetzt erstmal den Krog. Ernsthaft? Ich hab auch den Scheißbogen hier, ne? Komm schon, wir müssen es schaffen. Noch ein bisschen zur Seite. Nintendo, komm, lass mich zur Seite. Ja. Ich will mir aber auch nicht eingestehen, dass ich das, dass ich auch einfach näher rangehen könnte, ne? Ja.
Wow, schön. Schön. Okay, das ist eine interessante Konstruktion. Eine interessante Konstruktion. Ja, wackel, wackel, wackel. Ja, die müssen ein paar Mal sich auswählen. So, jetzt haben sie es geschafft. So ein Schisser, der Typ, ne? Das ist unfassbar. Dürfte ja eigentlich halten, ne? Ja, easy. Kälteschutz, das ist ganz gut. Und noch ein Donnerblümchen. Ja, das ist sie mal. Er würde safe jedes Mal so 3 Bomben einfach geben. Das wäre so geil. Das wäre so geil. So, nur noch das Blaue. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Woohoo. Ja, Hebra Mountains. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ah, der wird auf der Tanne hier sein, oder? Oder? Ne? Nicht auf der Tanne? Sie sah so prädestiniert dazu aus, aber okay. Ach, das ist ein Schildtyp. What the fuck? Ja, ich könnte jetzt Bäumstämmchen fällen. Aber das ist nicht das, was ich brauche. Tja, was brauchen wir denn hier? Das ist jetzt so die Frage, ne? Das Ding wäre natürlich praktisch, oder? Wäre das so praktisch? Ja, das ist praktisch. Kostet zwar 12, aber hey. Eigentlich voll okay so, oder? Es wird ja nur ein... Gut. Wollte ich es doch eigentlich hinstellen. Da. So wollte ich den eben eigentlich auch schon hinstellen, aber ich dachte, vielleicht reicht das auch so, wenn ich den einfach so dagegen stelle. Aber so war perfekt. War gut, dass der Balken da war. Nochmal kalte Gericht. Cool. Ich brauche keinen Qualmehrling. Braucht doch keiner. So, this was it. Hebra Mountains complete. Auch alle Quests beendet. Und ja, alles, was so dazugehört. Ja, genauso wie Eldin Akala. Hyrule Gebirge. Inneres Hyrule weiß ich nicht.
Ranel müssen wir noch hin. Nekluder ist fertig. Firone ist auch noch ein bisschen was zu tun. Und jetzt geht's noch zum vergessenen Plateau. Machen wir das mit dem Fliegeding? Nee, das ist viel zu weit entfernt. Nee, da werde ich mich doch am besten hinporten mit ein neues Gerät bauen, oder? Obwohl, so weit ist es gar nicht. So weit ist es jetzt auch nicht. Warum hat er jetzt da... Ich weiß, dass das hier in... da müssen wir starten eigentlich. Bei den zwei hier. Weil das... Der eine ist ein... also der hier ist ein... Bring mich zu meinem Freund. Der ist dann irgendwo hier, glaube ich. Und dann gehen wir halt hier so rüber. Stimmt nicht, wir müssen es andersrum machen. Wir müssen hier hinten anfangen. Und dann, wenn wir hier durch sind, gehen wir dann hier rüber, holen die, holen nochmal den hier und dann gehen wir hier so. Dann schaffen wir aber alles. Es ist doch noch ein ganz schöner Weg. Vielleicht wäre Porten doch besser. Es ist viel zu weit. Obwohl wir eigentlich schnell genug sind. Wir sind schon schnell genug. Keine Verschwendung. Was ist da unten für eine Höhle? Ach, das sah gerade so aus, als ob da Höhlen wären, aber das sind einfach nur Felsen, die da dran gebappt sind. Das sah aber für einen kurzen Moment echt so aus, als ob das denn so eine Höhle wäre. Wait, stimmt. Haben wir alle Quests hier abgeschlossen? Ja, ne? Ach stimmt, die Sora-Quests, die müssen wir natürlich auch noch machen. Ja. Ja, 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 die müssen wir auch noch machen. Da hinten ist es doch schon, ne? Dort, wo der große Berg da zu sehen ist, ne? Der dürfte doch... Oder? Lad mal ein bisschen das Ding auf, was wir eigentlich aufmachen könnten. Ist, So. Geile Leiste da unten. Drei verschiedene Blautöne plus noch das Gelbe. Wir haben die stylischste Energiezellenanzeige. So. Liege ich immer noch geradeaus? Ach, das ist da hinter dem Berg. Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Schade, der Berg wäre das schon.
Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? So. Die Luft fliegen ist echt entspannt. Ohne Shit. Ich finde das gerade so entspannend, ne? Einfach nur dieses Windgeräusch gerade zu hören. Die fast komplette Stille. Ich finde das gerade voll geil. Und einfach mal nichts. Einfach nur ein bisschen Wind. Das Plateau. Gut. Dann fangen wir an. Im Krötenteich, der ist direkt neben uns. Ach, hier unten, das zählt auch noch dazu. Stimmt. So, ein bisschen an Höhe verloren. Ich stelle jetzt mal wieder abflugbereit hin. Okay, Kroggy Nummer 1. Oh, Biberrock, ne. Den muss ich jetzt nicht unbedingt platt machen, oder? Okay, hier ist ein Krog. Wo der da sein soll. So, wo ist es denn? Ist es? Hallo, Karte. Hä? Da. Wo ist er? Ach, around the tree. Ja, okay, jetzt, wieso sollst du das denn sehen? Ne? Siehst du doch fast gar nicht hier. Ja. Ja. 469. Nice. So, next one ist oh, guck mal hier. Können ein schönes Foto machen. Ich
Ich hätte es ja am liebsten gerne ganz drauf, aber ich stehe auch gleich im Feuer, genau. Ich glaube, also das ist doch Fake wieder, oder? Rache für Meister Koga. Ja. Super geile Rache. Ich wusste halt, dass er nach hinten springt und aber wer hat es geglaubt? Come on. Oh, nein, nicht schon wieder. Okay. Gut. Da kannst du liegen bleiben. So. Ja, geil. Eis. Das ist auf jeden Fall das, was ich wollte. Ja. Hä? Ach, das ist die Höhle. Ja. Dieser Krog schon wieder. What the? Aha. Das ist der Krog, den man hier hinbringen muss. Alles klar. Das ist der Krog, den man da hinbringen muss. Okay. Also, das ist der rote da. Wir sind jetzt gerade so nah an dem lilanen. Ich frage mich echt, was mit Zelda passiert. Also das ist echt so eine. Ist halt schade, ne? Früher wurde sie halt die ganze Zeit von ihr gerufen. Jetzt hörst du sie halt nur während dem. Wenn sie Blutmond. Ja, und sonst. Ja, okay, die Erinnerungen, klar, aber. Das war halt vorher auch schon so. Aber das ist nicht mehr Legend of Zelda irgendwie. Es ist mehr Legend of Link. Ich meine, es ist immer Legend of Link eigentlich, aber in dem Spiel hast du halt so überhaupt gar keine Interaktion mit Zelda mehr. Okay, ich meine, Zelda ist ein fetter Drache, der da oben rumfliegt, ne? Also. Aber ich würde gerne wissen, ob man das irgendwie. Ich meine, sie ist ja eine. Eine der. Ja, Weisen, kann man das so sagen? Cool, du kannst mich nicht treffen, weil ich hier. Secret Geheimtechnik mache. Weißt du was? Ich hole mir mal diesen Doppelschussbogen mit. Hä? Wenn der besser ist? Ist doch geil. Gut, rote Markierung. Zelda ist echt so eins der größten Rätsel hier. So, da liegt er. Aber ich will mir ja noch den anderen holen. Das ist wahrscheinlich in dem Baum, ne?
So. Bisschen weiter hätte ich auch noch fliegen können. Ja, du willst zu deinem Freund. Ich weiß schon, wo der ist, weil ich da schon gerade war. Flansch dich da drauf. Halte dich nicht fest von mir aus. Und kleb's eh an dem Ding dran. Boah, Alter. Boah, die Steuerung ist richtig scheiße gerade. Ich muss hardcore gegenlenken. Holy moly. Gut, ja, es ist nicht mehr viel. Wir könnten auch eigentlich zuerst die, die im Wasser sind, machen. Ach, es ist schon wieder Zeit. Ja, gut. Schade, dass wir es nicht in der gesamten Folge geschafft haben, jetzt den ganzen Kram. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.